Capcom. And Slant 6 Games presents a game powered by Hexen Game Engine. Resident Evil Operation Raccoon City. Oh yeah, Leute, es ist soweit. Der neueste Ableger der Resident Evil Reihe ist da. Operation Raccoon City. Ja, ein Spiel, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe, auch wenn ich an sich, um es gleich mal vorweg zu sagen, überhaupt nicht der Shooter-Spieler bin. Aber immerhin führt dieses Spiel ein, ja, an die Anfänge der Serie zurück. Es geht zurück nach Raccoon City, der allseits beliebten, ja, Zombie-Stadt, die in Resident Evil 2 und 3 ja auch im Mittelpunkt stand. Ja. Operation Raccoon City ist einer der wenigen Teile, die Capcom außer Haus entwickeln ließ. Das Spiel ist von Slant 6 Games, die ja ansonsten eigentlich nur für ihre SOCOM-Spiele bekannt ist. Ein recht, ich sag mal, durchschnittliches Studio, also die bisherigen Spiele von denen habe ich ehrlich gesagt nicht gespielt, aber sie sollen nicht so pralle gewesen sein. Umso gespannter bin ich auf dieses schöne Stück hier. Und ja, bevor ich jetzt hier lange um den heißen Brei rumrede, würde ich mal sagen, fangen wir endlich an. Ich bin heiß darauf zu spielen. Resident Evil. Und ja, ihr seht, ich habe mehrere Profile auf meiner Box. Ja, ich spiele Xbox-Version. Ja, warum habe ich hier mehrere Profile? Aus dem einfachen Grund, da es, stellt euch vor, noch Spiele gibt, die man offline an einer Konsole zocken kann. Oder auch, ja, von einer Konsole aus gemeinsam online gehen kann. Ja, und dafür habe ich das gemacht, damit ja Gäste mit mir online ja zocken können oder auch mal offline. Ja, ihr versteht schon. Und ja, ich kann mich jetzt hier direkt mit Xbox Live verbinden. Das werde ich aber nicht tun. Ich bin leider gezwungen, das Ganze hier im Singleplayer zu spielen. Ist ein bisschen doof, aber hat ein bisschen was mit meinen Leitungen hier in meiner Bude zu tun. Ich kann entweder nur die Xbox oder den PC am Internet haben. Das heißt, ja, entweder Online-Gaming oder jetzt halt mit anderen skypen oder so. Geht immer nur eins von beiden. Deswegen Singleplayer wird schon nicht so schlimm sein, hä? Huh? Ich denke mal, da draußen wird es genug andere geben, die das Spiel im Koop zocken. Das Spiel ist ja eigentlich auf 4 Spieler Online-Koop ausgelegt. Aber mein Gott, ich denke mal, jemanden zu sehen, der sich alleine hier durchschlägt und zudem nicht so bewandt ist mit Shootern, dürfte auch ganz unterhaltsam sein. Gut, was haben wir hier alles? Die Kampagne. Gut. Im Einzelspieler oder Koop? Hm, okay. Versus-Modus? Aha. Also die ganzen, ja, Gegeneinander-Matches. Statistiken, Bestenlisten, Optionen. Inhalte zum Herunterladen. Galerie. Wo noch nichts freigeschaltet ist. Okay. Und die Mitwirkenden. Gut, gut. Aber Gott, wenn ich mir schon die Galerie ansehe, würde ich mal sagen, ich habe hier einiges zu tun. Hier gibt es sicher jede Menge freizuschalten. Ja, und ich habe immer so einen Fimmel, einen Resident Evil erst beiseite zu legen, wenn ich ja alles freigespielt habe. Ich denke mal, das wird mich länger beschäftigen, sofern mich das Spiel aber auch, ja, sofern es mir gefällt, sag ich mal. Gut. Kampagne starten. Offline. Ja. Profi, Amateur gibt's auch wieder. Gut, es sind dieselben Schwierigkeitsgrade, wie jetzt auch bei Resident Evil 5 zur Wahl stehen. Ja, ich muss
ehrlich sagen, ich bin nicht so bewandt mit Shootern. Mit Resident Evil 4 und 5 komme ich klar, aber ansonsten rühre ich eigentlich so gut wie keinen Shooter an. Ausnahmen sind natürlich jetzt besondere Spiele wie jetzt zum Beispiel Half-Life oder jetzt Alan Wake, die tue ich mir schon mal an. Aber ansonsten sind Shooter bei mir wirklich ein No-Go, deswegen nehmt es mir bitte nicht so übel, wenn ich in dem Spiel ein bisschen ablosen sollte, aber mein Gott. Fails gehören nun mal dazu. Ich habe jetzt mal auf normal gestellt und darf mir hier schon einen Charakter auswählen. Okay. Wir haben Lupo. Fähigkeit Sturmangriff. Spectre. Mit Überwachung. Vector. Mit Aufklärung. Bertha. Sanitäter. Four Eyes. Wissenschaftler. Beltway. Der Zerstörungsexperte. Okay. Aus Trailern und dergleichen habe ich schon einen gewissen Überblick über die Spezialfähigkeiten. Lupo kann mit ihrem Sturmangriff auf kurze Zeit mehr Schaden raushauen. Also sie kann schneller schießen und ja, sowas in der Richtung. Spectre hat diverse Visiere, wie jetzt Infrarot oder Nachtsicht. Vector hat einen Tarnmantel, mit dem er sich unsichtbar machen kann oder gar die Gestalt eines Feindes annehmen kann, also von feindlichen Soldaten und so. Bertha kann, ich glaube, heilen. Ja, als Sanitäter ist es schon naheliegend. Und Four Eyes hat, ich glaube, irgendwie so spezielle Sprays, mit denen sie Gegner einfrieren oder verlangsamen kann. Beltway setzt auf Zerstörung und kann Minen legen. Also Haftminen an Boden und Wänden platzieren. Aber wen nehmen wir mal? Ich bin für den Anfang mal so frei und sehen wir direkt mal Bertha an. Gut. Was haben wir hier noch? Aha, hier kann man noch Fähigkeiten freischalten, wie es aussieht. Scheinen aber Erfahrungspunkte zu kosten. Können wir uns alles noch nicht leisten, deswegen lassen wir es mal gut sein. Unsere Waffe ist eine MP. RB sind die Statuswerte, okay. Das Ding hat eine hohe Feuerrate. Oh Gott, wenn ich hier schon sehe, was es hier noch alles zum Freischalten gibt. Ja, das wird mich schon länger beschäftigen, wenn ich hier mehr haben will. Ein Sniper, eine Pumpgun. Nett. Ja, von Anfang, ich bleibe auf der MP. Zweitwaffe. UBCS Standard. Cool, sehe ich hier schon Samurai Edge. Nett. Ja, gut, so viel Auswahl haben wir noch nicht. Gut, dann dürfen wir hier wohl noch unser Team festlegen, wie es aussieht. Vector, Spectre, Beltway. Gott, ey. Spectre sieht irgendwie blöd aus. Ich bin so frei und hau dafür Lupo rein. Gut. Ja. Was steht denn da unten noch? Eindämmung. Das scheint die erste Mission zu sein. Wenn es so ist wie in Resident Evil Outbreak, dann scheint es hier mehrere Kapitel oder Missionen zu geben. Okay, Eindämmung. William Birkin beabsichtigt sein Lebenswerk,
die Forschungsergebnisse bezüglich des G-Virus zu vergolden, indem es sie an die Regierung der USA verkauft. Das USS hat den Befehl, in Umbrellas Anlage einzudringen und den Verräter zu eliminieren. Oh yeah. Unser Team hier ist ein USS-Team, Umbrella Secret Service. Ja, die geheime Elite-Einheit Umbrellas. Ja, ich bin mal gespannt, was die so auf dem Kasten haben. Okay. Ja, let's go. September 98, Umbrella Corp, Einrichtung Raccoon City. USS-Trupp Delta, der Name Wolfpack, wurde entsandt, um die Probe des geheimen G-Virus sicherzustellen. Okay, G-Virus. Bekannter Name aus der Reihe. Okay. Alpha Leader, wir sind in Position. Verstanden. Warte. Ihr müsst das neue Delta-Team sein. Wie sieht's aus? Mein Name ist Bertha. Ich bin bereit. Ich bin Baldway. Sehr erfreut, Gottes Todes. Vector hier. Schön, Sie wiederzusehen. Ich bin Lupo, der Truppführer des Delta-Teams. Zentrale, ich habe das Delta-Team getroffen. Verstanden. Findet Birkin und sichert die Proben. Versagen ist keine Option. Ihr habt's gehört. Bewegung. Wir betreten das Labor von Dr. William Birkin, einem Umbrella-Wissenschaftler, der geheime Proben eines waffenfähigen Virenstabs an die US-Regierung verkaufen möchte. Meinen Sie Umbrellas T-Virus? Es handelt sich um den neuen genveränderten G-Virus, den Birkin entwickelt hat. Er ist deutlich stärker und Birkin besitzt anscheinend die einzigen Proben. Eine Abteilung des Umbrella Biohazard Countermeasure Service ist vor Ort und wird ihn vermutlich schützen. Sie wissen nichts von dieser Operation und gelten als entbehrlich. Sind wir nicht im selben Team? Können wir sie nicht kontaktieren? Der UBCS besteht nur aus Söldnern, die man kaufen kann. Es ist davon auszugehen, dass sie der Firma gegenüber kaum loyal sein werden. Wie lautet der Auftrag? Fangt Birkin ab und sichert den G-Virus. Willkommen bei Umbrella. Okay. Also gut, die Waffen funktionieren. Wir sind bereit. Ihr seid bereit, aber ich noch nicht. Ich möchte erstmal gucken, wo die... Gehen wir. Hallo, darf ich erstmal gucken, wo die Steuerung hier geht? Okay, da ist Rennen. Da ist Anvisieren. Okay. Nachladen. Hallo, wartet ihr auf mich? Okay. Nahkampf. Was mache ich hier? Uah, das war eine Blendgranate. Okay. Ja, okay. Rumexperimentieren, nicht gut. Hier ist Waffen wechseln. Okay, ich bin bereit. Und mir fallen direkt Unterschiede zum Serienkanon auf. Ich weiß nicht, was ich noch davon halten soll. Ha, die sehen gar nicht nett aus. Kommt, wir müssen weiter. Sind das Hunter? Okay, achso, ich gehe automatisch in Deckung. Lass mich mal gucken hier. Fall um. Und auch. Danke. Aua. Okay. Da. Versteck hilft nichts. Komm nur her. Oh Gott, nachladen. Oh Gott. Ihr seht schon, ich stelle mich ziemlich noobig an. Da war ein Kopfschuss. Schon. Sehr schön. Dann die Kamera da oben noch. Sehr schön. Ah, ich schieße zu viel daneben.
Oh Gott, das wird lustig, das Spiel. Sehr schön. Aber ich muss schon mal sagen, es freut mich zumindest schon mal direkt mit einem alten Bekannten. Mit einem alten Bekannten begrüßt zu werden. Och, ist er hingefallen. Okay, Bewegung. Ich meine, Hank, der ist ja aus Resident Evil 2 bekannt. Gut, Bewegung. Dann bewegen wir uns mal. Geht's da weiter? Oh, verschlossen. Schade, ich möchte die Anlage erkunden hier. Wo geht's denn bitte runter? Ach so, direkt vor mir. Gut, dann lass mich mal. Ach so, aber das. Habe ich das Kraut halt direkt benutzt oder wie? Das ist der Rest. Okay, erstmal Deckung gehen. Okay. Granate! Leicht zu hoch. Dann eben nochmal. Okay, wo seid ihr? Da hinten sind noch welche. Ja, so hell sind die Gegner wahrscheinlich auch nicht. Also sie nutzen ihre Deckung nicht sonderlich gut. Aber hey, das kommt mir nur zugute. Hier habe ich gar keine Munition mehr für meine Hauptwaffe. Gut, kann ich jetzt das? Gut, ich kann wieder. Ist ja gut, ist ja gut. Hallo. Wollte gerade sagen, fällst du doch mal um? Gut. Gut, dann müssen wir wirklich noch ein bisschen an den Einstellungen schrauben, dass ich hier ein bisschen mehr Kontrast habe. Kann ich hier da nicht irgendwie direkt runter? Ach so, die Treppe ist noch gesperrt, bis die da hinten weg sind. Okay, na dann. Oh. Ich glaube, ich werde in Zukunft bevorzugt mit Spectre spielen. Mit Snipern würde ich mal leichter tun. Gut, gib mal Muni her. Deckung. Kann ich auch hinter den Kisten in Deckung gehen? Ja, kann ich. Sehr schön. Ja. Ihr achtet ja mal echt total auf eure Deckung. Also, nö. Geht einmal gar nicht. Da stelle ich mich ja noch besser an. Aua. Ach so, wenn eine Kraut rumliegt, wird es direkt benutzt, wenn ich es einsammle. Das für ein Geschmarre. Gut. Oh. Ist ja gut, Leute. Ich will eine andere Position. Was liegt denn hier noch? Splittergranate. Kann man doch direkt mal nehmen. So. Aber wisst ihr was? Ich denke mal, das ist ein guter Punkt, um ja, den ersten Part mal zu beenden. Hi du. Lebst du noch? Oh, er lebt noch. Mein Gott. Bist doch mal tot? Dankeschön. Ach, pfeif drauf. Ich mach noch ein bisschen weiter. Ich wollte den ersten Part schon beenden, aber... Gut. Gegner? Dum-da-dum. Oh. Bin ich so blöd oder sehe ich einfach die Gegner nicht? Yep, ich bin so blöd. Da-da-da. Ich komme mal zu euch. Vielleicht habe ich da eine bessere Sicht. Hallo? Seid ihr? Ach so, da unten! Ach, nachladen. Würdest du bitte mal... Dankeschön.
Ahnung, Alter. Ich bin ja wirklich ein Blindfisch, was Shooter angeht, oder? Dun, dun, dun. Kann ich nicht einfach runter? Ja, ich kann hier runter. Mein Gott, warum quäle ich mich dann hier so ab? Komm, lass mich mal den Nahkampf testen hier. Nahkampf war das hier. Hallo, gehörst du zum... Achso, das ist Vector. Komm, Frontalangriff. Buff, Sidekick, Sidekick. Okay. In Resi 5 war alles Nahkampf mit Miele und alles, aber hier nicht. Oh Gott. Ja, schön für dich, aber... Ich bin noch nicht so weit. Konzentration. Birkin plant einen Austausch mit dem US-Militär. Vermutlich treffen wir bald auf Spezialeinheiten. Ja, dann trefft mal ich. Schau mal, ob hier oben noch irgendwo das Kraut rumliegt von vorhin. Gott, oh Gott. Kraut. Da, Kraut. Ist zumindest Kraut hier? Oh. Dankeschön. Da war doch noch mehr, oder? Da. Heilung. Ich brauche noch Heilung, Leute. Hilfe. Oh Gott. Ja. Failiger Start ist Fail und ich schieße gerade auf Vector. Ich kann irgendwie Freund und Feind nicht auseinanderhalten. Gott. Lalala. Kann man bitte übrigens mal jemand sagen, warum hier UBCS drin sind? Die UBCS wurden doch eigentlich erst nach dem Ausbruch des T-Virus nach Raccoon City bestellt. Um Zivilisten zu evakuieren. Aber Gott, oh Gott. Na, na, na. Denkt ans Training. Setzt Nahkampftechniken ein, wenn sie zu nahe kommen. Okay. Mein Kraut. Verdammt. Gut. Aber mal ehrlich, kämpfen die anderen überhaupt aktiv mit? Die schießen zwar ab und an, aber ansonsten... Ah, schöne Aussicht, muss ich wirklich sagen. Okay. Vector will da drüben weiter. Deswegen bin ich mal so frei und gehe kurz hier rüber. Ich will wissen, ob es hier noch was zu entdecken gibt. Kommt ihr mir jetzt nach? Ja, er kommt mir nach. West Area. Das sieht schon mehr nach dem alten Labor aus. Also dem Labor, was man in Resident Evil 1... in Resi 2 so sieht. Gut, die Türen sind aber alle zu und rumliegen tut hier scheinbar auch nichts. Bis auf ein bisschen Munition. Und... eine Brandgranate. Ja, sehr schön. Hilfespray. Das ich wohl gerade verbammelt habe. Ach so, das ist wohl Berthas Fähigkeit, dass es so andere heilen kann. Okay. Ja, mein Gott, Leute. Ich spiele zum ersten Mal. Da muss man sich auch erstmal reinfinden. Wird das ja eigentlich mit Kameras überwacht? Eine von Kameras zerstört. Cool, Geheimmission? Eine Mission. Werde ich jetzt aber nicht machen. Licht aus. Sogar das Zerschießen von Lampen bringt Erfahrung. Okay. Okay, nee, das ist Glas davor. Checkpoint, ja?
Da schreit doch noch Gegnern hier. Alarm! Ein Sicherheitsverstoß liegt vor. Vermeiden Sie Kontakt mit unbefugten Personen. Ich musste es ja sagen. Wir nutzen den befugten Zugang. Wir könnten Besuch haben. Ja, ach nee. Kann ich eigentlich pausieren? Ja, ich kann pausieren. Gut, Leute, dann beende ich mal hier den Part. Und ja, weiter beim nächsten Mal, wenn wieder fröhlich gefällt wird.